Freitag vor der Bundestagswahl hatten die Schweriner nochmal die freie Auswahl, die musikalische freie Auswahl. Honky Tonk in 13 Kneipen und Bars wurde unterschiedlichste Musik geboten. Hier gab es mehr als nur Erst- und Zweitstimmen. Zum ersten Mal beim Honky Tonk überhaupt dabei, Boogie Trap aus Greifswald. Eine feine Rockabilly-Mischung, die im Weinhaus Wöhle direkt von den Ohren in die Beine ging. Boogie Trap haben sich einer Musik verschrieben, die eigentlich maximal ihre Eltern gehört haben. Ich würde es mal sagen, als ich jünger war, also ich habe glaube ich mit 8, also meine Eltern, ich bin groß geworden mit dieser Musik und ich habe immer schon das Gefühl gehabt, das treibt die Emotionen an. Du hast halt eben gewisse Songs, die gehen sofort ins Bein, ins Blut und das ist so eine Sache, vielleicht wird es auch einfach vererbt über die Generation. Beim Honky Tonk sind Bands ganz nah beim Publikum und dieses wechselt auch noch von Set zu Set. Für die Honky Tonk-Debütanten ein spannendes Erlebnis. Auf jeden Fall ist es eine sehr gute PR, wenn man es so sehen möchte. Es war für uns ein super spannender, also hier anzukommen, war erstmal, also für mich, wie gesagt, alles neu. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass es wirklich so toll hier aussieht. Dann sind wir hier reingekommen, das Weinhaus, und haben, wie gesagt, mein Bassist und ich, wir haben uns gedacht so, okay, es ist ja eine kleine Location ansonsten, wenn man größere Bühnen spielt. Aber wie gesagt, dass das doch so gut klappt und super. Also war erst ein bisschen skeptisch, aber das ist total verflogen. Im Gegensatz zu Boogie Trap sind Sennery alte Honky-Tonk-Hasen. Für die Band, die seit 1992 in verschiedenen Besetzungen auf der Bühne steht, war es allerdings die erste Show im Rockpalast. Eine Location, die wie gemacht scheint für die Hardrocker. Also wir waren die letzten 2 Jahre waren wir immer in einer Stadtkrug. Das war auch klasse. Aber der Laden ist halt hier, ja, das ist der Hammer, ne? Das ist ein richtiger Rock'n'Roll-Laden und ja, sieht man, da passen wir natürlich ja, noch besser rein. Ne? Also glauben wir, wir kennen die anderen Bands ja nicht. Also ich habe mal ins Programm geguckt, ich glaube, so viele Rockbands beim Honky Tonk gab es noch nie. Nee. Ich weiß nicht, ob ihr Rock mögt, vielleicht ist das für euch ein Schweinejob. Kann natürlich sein, hier seid ihr, glaube ich, hoffe ich, bei der härtesten Band. Ich hoffe mal nicht, dass irgendjemand hier mehr Krach macht als wir. Dabei haben die Jungs aus Bremen noch nicht einmal voll aufgedreht, denn wie der geneigte Schweriner weiß, im Rockpalast gelten besondere Schallschutzvorschriften. Nee, das wurde genau ausgemessen hier, 100 dB und mehr dann nicht und so, ne? Passt wir hatten, alles. Wir hatten hier so ein Manometer und das hat genau 98 dB angezeigt und jetzt sind wir, glaube ich, bei 103, 104 und das ist auch schon Maximum. Also wir wären ja gerne Manowar, aber wir spielen auch nichts von Manowar heute Abend. Wir haben ja nur Priest, Maiden und, was war das eben hier, Knorkator, System of Down, Rage Against the Machine. Querbeat, alles, was Spaß macht. Alles, was dem Publikum Spaß macht und vor allem auch alles, was der Band Spaß macht. Die Setliste folgt einer einfachen, aber wirkungsvollen Regel. Songs, die wir selber gut finden und dann kannst du die Songs auch gut spielen und gut rüberbringen. Wenn du Songs spielst, die dir nicht gefallen, dann ist es, glaube ich, dann ist es Top 40. So, aber das machen wir halt nicht. Wir machen halt die Sachen, auf die wir Bock haben und deswegen rockt das halt auch. Das ist, also denke ich, unser Geheimnis seit 20 Jahren. Die Faustregel ist, von jedem Song, den wir heute anspielen, zu jedem Song stand mindestens ein Cinemy-Mitglied in seiner Jugend, ist ja auch schon ein bisschen her, oder noch ein bisschen später, irgendwann mit oder ohne Alkohol auf irgendeiner Tanze und so, dann kommt er irgendwann auch ins Set, weil man hat Bock drauf. Da wird die Setliste so schnell nicht kleiner. Ob im Rockpalast oder in einer der vielen anderen Schweriner Kneipen, das Honky Tonk Festival hat die Straßen in Schwerin wieder gut gefüllt. Ein interessantes Bild. Warum eigentlich nicht an jedem Wochenende?